Trottro, kleiner Trottro, lustig, frech und froh. Kleiner Trottro, kleiner Trottro, lustig, frech und froh. Eselchen, du entdeckst deine Welt, tu, was dir gefällt. Trotros Weihnachtsbaum. Papa, bist du fertig? So, bitte, jetzt steht er gut. Mann, ein toller Weihnachtsbaum. Ja, und er wird weiter wachsen, genau wie du. Weihnachtsbaum! Weihnachtsbaum! Prima, danke, Papa. Darf ich ihn jetzt schmücken? Gern, Trotro. Ich weiß nur nicht, wo Mama den Weihnachtsbaumschmuck aufbewahrt. Und wann kommt Mama endlich wieder? Wenn sie ihre Einkäufe erledigt hat. Ich koche jetzt unser Festtagsessen. Es dauert viel zu lange, bis Mama wiederkommt. Hey! Und schon bist du ein bisschen geschmückt, kleiner Weihnachtsbaum. Siehst du, das hält dich schon warm. Und hepp! Das sieht klasse aus! Die schönen Halsketten von Mama. Na, die sehen aber super aus, meine gelben Weihnachtskugeln. Papas Krawatten, das werden ganz tolle Girlanden. Schöne, bunte Socken für den Weihnachtsmann. Eine für Mama, eine für Papa und eine für Trotro. Die Karte von Omi. Fertig! Irgendetwas fehlt aber noch. Der Stern! Ah! Quaki ist gelb wie ein Stern. Jetzt nur noch du. Und es ist perfekt. Hallo, ich bin zurück. Oh! So ein schöner Baum. Ja, wirklich. Ja, und ich habe ihn ganz allein geschmückt. Er ist wunderschön geschmückt. Bravo, Trotro. Der perfekte Weihnachtsbaum. Man braucht nichts zu verändern. Nur Teddy. Denn er kann nachts nur schlafen, wenn er bei seinem Trotro ist. Trotro und die Sandburg. Hallo Trotro. Hallo Bobo. Was suchst du da? Einen Schatz? Nein, ich baue eine Sandburg. Eine Sandburg? Eine Riesenburg mit vier Türmen. Kann ich dir helfen? Ja, na klar, du kannst die Türme bauen. Viel zu weich. Ja, du hast recht. Man muss Wasser dazugeben. Hallo Lilly, was machst du denn da? Ich sammle Algen und Seesterne, um einen wunderschönen Garten zu machen. Und ihr? Wir holen Wasser, damit wir unsere Sandburg bauen können. Eine Sandburg? Ja, eine Riesensandburg. Wenn du willst, kannst du auch mitmachen. Ja, gern. Die Burg braucht ja auch einen Garten. Ja, also los, bauen wir gleich weiter. Komm mit. Och, eure Burg ist ja so winzig klein. Die ist doch auch noch nicht fertig, Lilly. Pass auf, wir bauen jetzt die Türme. Klopf den Sand gut fest. Ist der groß. Schnell, jetzt fehlen nur noch drei.
Vor einer Burg muss Gras wachsen. Und hübsche Blumen. Ein schöner Garten. Bitte sehr, eine Riesenburg. Wir brauchen noch eine Straße, die zur Burg führt. Ich habe eine Idee. Und fertig. Aber da fehlt noch ein Tor, um reinzukommen. Na, dann mach doch eins. Und damit ist die Riesenburg fertig. Nein, nein, sie muss doch noch geschmückt werden. Wartet hier, ich komme gleich wieder. Meinst du, da fehlt noch etwas? Eine Fahne. Oh. Auf einer richtigen Burg weht immer eine Fahne. Komm, Bobo. Oh. Gut gemacht. Bitte, jetzt ist sie endlich fertig. Unsere Riesen... Oh, oh, seht doch mal, ein Krebs. Wir haben ihm ein schönes Haus gebaut. Wir haben ihm eine Burg gebaut, meinst du wohl? Trotros Geschenk für Nana. Ein Brief für dich. Ein Brief? Für mich? Klasse, ein Brief für mich. Wo ist er? Wo ist der Brief für mich? Da, auf dem Tisch, mein Trotro. Der ist ja groß. Oh, so eine schöne Karte. Schnell, Papa, was steht da drin? Trotro, du bist eingeladen, mit uns meinen Geburtstag zu feiern. Deine Nana. Oh ja, das ist ja wunderbar, Trotro. Das ist eine Einladung von Nana. Toll, Mama. Nana hat mich zu ihrem Geburtstag eingeladen. Ja, das habe ich gehört, mein Kleiner. Schnell, ich brauche ein Geschenk. In der Kiste finde ich sicher ein schönes Geschenk. Das Auto? Nein. Ein Tuschkasten? Nein. Ein Eimerchen? Nein. Ah, das! Auch nicht. Das ist gut. Mein altes, schönes Kuschel-Kuscheltuch. Guck mal, Mama, ich habe mein Geburtstagsgeschenk für Nana gefunden. Trotro, du schenkst dir doch kein altes Kuscheltuch. Warum denn nicht? Es ist schön warm und kuschelig. Ja, mein Kleiner, aber Nana hat bestimmt ein eigenes Kuscheltuch. Warum bist du so traurig, mein Kleiner? Mama will nicht, dass ich Nana mein Kuscheltuch schenke. Da hat sie vielleicht nicht ganz unrecht. Weißt du, Trotro, die meisten Mädchen haben Blumen sehr gern. Du kannst dir doch eine hübsche Kette aus Blumen machen. Ich zeig dir, wie das geht. So, pass mal auf. Du pflückst viele Gänseblümchen mit einem schönen, langen Stiel. Danke, Trotro. Und nun knoten wir sie immer an ihren Stielen zusammen. So kriegen wir eine schöne, lange Kette. Na, bist du soweit? Kann ich so gehen, Mama? Oh, du siehst hervorragend aus, Trotro. Hier, das ist mein Geschenk für Nana. Danke, Mama. Ah, da ist Trotro. Hier, herzlichen Glückwunsch, Nana. Oh, danke. Und das hier habe ich für dich gemacht. Oh, ist das süß. Ich liebe Gänseblümchen. Ich freue mich sehr über dein Geschenk. Danke, Trotro. Komm, gehen wir spielen. Lilly ist auch schon da. Sie hat mir ein Küsschen gegeben. Na komm. Trotros neuer Schulranzen.
Dein Ranzen ist klasse. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lilly, Nana. Hm? Seht mal, ich habe einen neuen Ranzen, wie die großen. Oh ja, der ist aber sehr schön. Willst du mitspielen? Wir machen einen Springwettbewerb. Lilly hat 8 geschafft und ich 6. Du hast verloren. Aber nein, das war doch nur mein Ranzen. Kommt, wir spielen im Sandkasten. Das ist ein großer Berg. Und da drauf steht die Burg. Schön. Oh, toll. Trotro, hol mal den Stern, damit schmücken wir den Turm. Ach, Trotro. Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Warum passt du denn nicht auf mit deinem Ranzen? Ist ja nicht so schlimm. Gehen wir auf die Rutsche. Oh. Juhu! Trotro, du kletterst wie eine Schnecke. Das kommt, weil er auch ein Häuschen auf dem Rücken trägt. Ein Ranzen wie die Großen. Hoppla. Und jetzt liegst du da wie eine Schildkröte. Helft mir mal, ich komm nicht hoch. Das war wieder der Ranzen. Aber Trotro, nimm ihn doch beim Spielen ab. Nein, ich will meinen Ranzen nicht abnehmen. Nana, darf ich mich neben dich setzen? Oh nein, Trotro, hier ist nicht genug Platz für dich und deinen Ranzen wie von den Großen. Spielen wir Küsschen, Kater. Klapp, du musst uns fangen. Lauf schnell, Nana. Versteck dich, Trotro, und gib dir ein Küsschen. Huhu, hier sind wir, Trotro. Du fängst uns nicht, du fängst uns nicht. Genau, du fängst uns nicht. Mein neuer Ranzen ist zwar toll, aber er stört beim Spielen. Achtung! Hier kommt der schnelle Küsschenkater! Trotro fährt Rad. Beeil dich, Trotro. Ich will losfahren. Ich nehme Teddy mit. Vorsichtig, Trotro, da ist ein Hit. Ja! Ah! Aua!
Hast du dir weh getan? Bisschen. Das Fahrrad ist kaputt. Komm, wir fahren zu deiner Mama. Kommst du, Trotro? Ja, gleich. Jetzt fährt der Drahtesel auf dem Eselchen. Halt dich gut fest, Fahrrad, sonst fällst du noch runter. Trotro fährt Rollschuh. Rollschuhfahren ist klasse. Ich hab's noch nie versucht. Das Tolle an Rollschuhen ist, dass man die Schuhe nicht anziehen muss. Ich will lieber allein fahren. So bin ich auch viel schneller. Komm schon, Lilly, mach es so wie ich. Guck mal her. Hier kommt das Flugzeug von Trotro, dem Helden. Hier kommt die Kaffeekanne von Trotro, dem Helden. Sei vorsichtig, Trotro! Fast wäre ich hingefallen. Sprung von Trotro, dem Helden! Oh ja! Bravo! Oh. Halt vorsichtig! Das war der Sturz von Trotro, dem Helden! Du hast recht, Lilly. Rollschuhfahren ist gar nicht so leicht. Und jetzt habe ich gar keine Lust mehr. Das Blöde an Rollschuhen ist, man hat keine Schuhe für den Weg nach Hause. Trotro badet. Und Schuss. Und Schuss. Hast du das gesehen, Teddy? Aber wo bist du, mein kleiner Teddy? Ah, habe ich dich endlich gefunden. Du bist ja ganz schmutzig. Na komm, ich lass dir ein Bad ein.
Bitte sehr, Teddy. Dein Bad ist fertig. Hab keine Angst. Du wirst wieder ganz sauber. Du bist ein toller Taucher, Teddy. Bravo, Teddy. Du bist ein Ass im Schwimmen. Ich will jetzt auch gern ein Bad nehmen. Mama, lässt du mir Wasser in die Badewanne? Ja, gleich. Wenn ich diese Arbeit fertig habe. Spiel so lange noch ein bisschen, Trotro. Mama braucht aber lange, um das fertig zu machen. Ich habe eine Idee. Während ich auf Mama warte, hole ich schon mal mein Gummientchen. Das soll dann im Badewasser schwimmen. Die gelbe Ente muss mit in die Wanne. Ich könnte ja auch gleich noch mein Segelboot holen. Das wird lustig, wenn mein kleines Segelboot auf dem Wasser schwimmt. In der Badewanne ist aber noch viel Platz für Spielsachen. Ich hole auch gleich noch meinen Ball. Ein bunter Ball, wie am Strand. Ich bringe auch noch meinen Eimer und meine Hake her. So, bitte. Jetzt fehlt nur noch meine rote Gießkanne. Ich hole sie sofort. Ich habe auch noch ganz viele Tiere gefunden, die in der Wanne spielen können. Was fehlt mir jetzt noch? Jetzt fehlst nur noch du, Teddy. Na, Trotro, möchtest du jetzt dein Bad nehmen? Ja, Mama, ich habe alles vorbereitet. Aber du hast ja gar keinen Platz mehr für das Wasser. Das macht nichts, Mama. Dann nehme ich eben ein Spielzeugbad. Du Schlingel. Lustig, nicht? Trotros Bett. Und der Prinz umarmte seine Prinzessin. Die Geschichte ist zu Ende, Trotro. Und jetzt wird brav geschlafen. Bleib noch ein bisschen bei mir, bitte, Papa. Was ist denn, Trotro? Hast du es denn nicht gemütlich in deinem Bett? Doch, aber ich liege nicht gerne allein im Bett. Aber du bist nicht allein. Mua. Teddy schläft doch bei dir. Aber ich habe ein bisschen Angst. Teddy genügt mir nicht. Mama hat ganz warme Füße und Papa schnarcht die ganze Zeit. Hier ist es richtig gemütlich. Trotro übertreibt. Und wir haben gar keinen Platz mehr. Oh nein, da ist er schon wieder. So können wir nicht schlafen. Trotro ist schon groß. Er muss einsehen, dass er in seinem Bett schlafen muss. Mama, Papa, wo seid ihr? Ganz wunderbar geschlafen. Raus da mit euch! Oh.
Und der Wolf verschwand im verschneiten Wald. So, Trotro, die Geschichte ist zu Ende und jetzt wird geschlafen. Warum bist du dann noch hier? Willst du mir heute Nacht wieder das Bett wegnehmen? Gute Nacht, Trotro. Pass gut auf dein Bett auf. Gute Nacht, Papa. Trotro macht Seifenblasen. Na, wo ist denn mein gelbes Auto? Hier ist es nicht. Hier drunter auch nicht. Vielleicht in meiner Spielzeugkiste. Oh, meine Trompete! Darauf habe ich ja schon lange nicht mehr gespielt. Und da? Was ist das? Oh! Meine Seifenblasen, die habe ich ganz vergessen. Es geht nicht mehr. Oh, da ist ja gar nichts mehr drin. Zum Glück weiß Mama, wie man das Seifenblasenwasser macht. Mama, ich kann keine Seifenblasen mehr machen. Gib mir das Fläschchen, Trotro. Man braucht ein paar Tropfen Abwaschmittel und viel Wasser. So, bitte sehr, mein Kleiner. Guck mal, Mama, ganz viele Blasen. Die sind wunderschön, Trotro, aber mach sie doch lieber im Garten. Jetzt mache ich die allergrößte Seifenblase der Welt. Ist die schön. Die behalte ich, damit ich sie Lilly zeigen kann. Oh. So, jetzt mache ich eine noch größere, die länger hält. Na gut, dann mache ich eben ganz viele. Eine wird schon dabei sein, die nicht zerplatzt. Hallo, Trotro. Hallo, Trotro. Hallo, Lilly. Hallo, Bobo. Wollt ihr mit mir spielen? Ich habe deine Seifenblasen gesehen und meinen Pusteflot mitgebracht. Und ich auch. Ich glaube, das ist die größte Seifenblase der Welt. Oh. Ich versuche mal, die kleinsten Seifenblasen der Welt zu pusten. Bravo, Lilly. Und ich puste jetzt so viel ich nur kann. Ich auch. Ich auch. Wunderschön. Wie in einem Feengarten. Ha, ich wette, die Dicke da platzt als Nächste. Oh. Du bist echt gut, Bobo. Na los, noch mehr. Das Beste an Seifenblasen ist, dass man nicht aufräumen braucht, wenn man fertig gespielt hat. Trotro spielt Baby. Wum, 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 wum. Wum, 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 wum. Wum. So, Teddy, jetzt steckst du in einen superschnellen Rennwagen. Wum. Sag mal, Trotro, du könntest deine Spielsachen eigentlich auch mal wegräumen. Aber ich kann leider nicht aufräumen. Ach so, aber warum denn nicht? Na, weil ich noch zu klein bin. Ich bin ein Baby. Wirklich? Ich finde dich schon recht groß für ein Baby. Was braucht denn ein Baby? Nein,
Ich brauche unbedingt... Ah, eine alte Babynuckelflasche. Und einen Babyschnuller. Hurra, ein Babykuscheltuch. Um ein richtiges Baby zu sein, fehlt mir nur noch das hier. Und zieh, und zieh. Nämlich den alten Baby-Buggy. So dumm, dass Babys im Kinderwagen noch nicht mit ins Kino gehen dürfen. Wirklich sehr traurig. Wie bitte ins Kino? Oh, du hast ja recht. Ist das schade. Wir wollten doch heute Nachmittag alle zusammen einen Cowboy-Film sehen. Cowboy-Film? Mhm. Das macht doch nichts. Wir spielen lieber in der Buddelkiste. Das ist doch besser. Ja, in der Buddelkiste fühlen sich Babys wohler. Oh? Na, sag mal, was machst du denn da, Trotro? Na, ich bin gewachsen. Guckt mal, ich bin schon riesengroß. Ich bin kein Baby mehr. Ich bin Trotro, der größte Cowboy des Wilden Westens. Trotro spielt im Bett. Dein Frühstück ist fertig, Trotro. Trotro, du musst langsam aufstehen. Ist das gemütlich im Bett? Und deshalb werde ich heute liegen bleiben. Dein Frühstück wartet aber schon, Trotro. Unter der Bettdecke kann man prima spielen. Zum Beispiel, dass man ein sehr bekannter Höhlenforscher ist. Ich erforsche hier unten eine ganz geheimnisvolle Grotte. Trotro, dein Kakao wird kalt. Viel Platz. Ich tue es, als ob ich im Zirkus wäre und Teddys großen Auftritt bewundere. Und ein Salto rückwärts. Und noch ein Salto rückwärts. Ja, bravo, bravo, Teddy. Ja, gleich noch einmal. Ja, klasse, Teddy. Und hopp. Ich finde das gar nicht komisch, Trotro. Und jetzt bin ich auf einem Floß, das auf einem großen Fluss treibt. Hui, wuh, wah, hii. Trotro, jetzt hole ich dich aber aus dem Bett. Ja. Kopfsprung. Schwimm, schwimm, schwimm. Trotro. Psst. Tja, naja. Ich will dich fangen. Ich will dich fangen. Du bist ein Faulpelz, Trotro. Den fangen wir. Na los. Ich hab ihn gleich. Warte doch! Sieht das schön aus!
Bett bleiben ist schön, aber draußen spielen ist noch viel schöner. Trotro spielt im Haus. Ich liebe Erdbeerkuchen. Trink aus, Trotro. Ich will einen kleinen Spaziergang machen, mein Junge. Möchtest du mitkommen? Nein, Papa. Ich bleib lieber zu Hause. Heute Nachmittag kommt nämlich Boba zu mir zum Spielen. Wie du willst, dann bis nachher. Bis nachher. Wo bleibt denn Bobo? Hab Geduld, das dauert noch ein bisschen. Er kommt erst heute Nachmittag zum Kuchenessen. Spiel doch so lange allein. Ich will nicht alleine spielen. Mir ist langweilig. Hier gibt's überhaupt nichts zu tun. Da steht ja der neue Schaukelstuhl von Papa. Den probiere ich aus. Es macht Spaß, mit Papas neuem Stuhl zu schaukeln. Was gibt's denn hier im Haus noch Lustiges zu spielen? Auf dem Teppich kann man sicher tolle Purzelbäume machen. Ich werde meinen Rekord brechen. Und eins, und zwei, und drei. Oh, ups. Puh, beinahe hätte ich die Vase kaputt gemacht. Zum Glück ist mir noch ein anderes Spiel eingefallen. Hopp! Ja, was für ein super-duper Trampolin! Und hopp auf den Füßen! Und hopp auf den Po! Und hopp auf dem Rücken! Ha, ich hüpfe zu gern auf dem Bett rum! Und hier haben wir ein tolles Versteck. Aber es gibt ja gar keinen, der mich sucht. Oh. Trotro? Hm? Bobo ist da. Klasse, na endlich. Ich bleib hier in meinem Versteck, damit Bobo mich sucht. Hoffentlich findet er mich ganz schnell. Trotro? Trotro? Wo bist du? Wow! Hast du mich erschreckt, Trotro? Das war ja ein tolles Versteck. Ich weiß noch eins, Bobo. Komm mit. Das ist wie in einem kleinen Zelt. Bei euch kann man überall spielen. Das ist toll, Trotro. Ja, hier kann man immer was Lustiges machen. Besonders, wenn mein Freund Bobo zum Spielen da ist. Trotro zieht sich an. Oh, heute ziehe ich mich mal ganz allein an. Aber wo sind denn meine Sachen? Mama hat mir nichts zum Anziehen rausgelegt. Schade. Na egal, ich suche mir selbst was raus. In meinem Schrank gibt's alles, was ich brauche. Ich zieh ganz viel an, das wird lustig. Mit der Unterhose fange ich an, darüber die Hose. Das T-Shirt. Und darüber den Pullover. Jetzt sind die Socken dran. Zum Schluss noch die Schuhe.
Die nicht, da muss ich eine Schleife binden. Die auch nicht, die drücken an den Füßen. Die Stiefel, die kriegt man am einfachsten an. Und hopp, man steckt einfach rein und sie rutschen von allein hoch. Und weil ich nach draußen will, brauche ich den Mantel. Was ist denn das? Mütze und Handschuh. Ach, da hatte Mama sie versteckt. Aber Teddy muss auch was anziehen. So, bitte, Teddy, wir sind fertig. Aber, oh weia, mir ist ganz heiß. Oh? Komm klatschen, Trotro, das macht Spaß. Was? Richtig, es ist ja Sommer. Habe ich ganz vergessen. Mama hat mir meine Badehose rausgelegt. Ah, im Sommer geht das Anziehen viel schneller. Da! Jetzt ist Mama nicht! Pass doch auf! Trotro liest vor. Und nun, meine verehrten Damen und Herren, sehen Sie den unglaublichen Teddy. Er wird Ihnen eine Riesenvorführung auf dem Trampolin zeigen. Doing, doing, doing. Bravo, 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 Teddy. Jetzt wird aber geschlafen, Trotro. Noch nicht, Mama. Erst lese ich Teddy noch eine Geschichte vor. Ja, ist gut, Trotro. Teddy will nämlich nicht einschlafen, wenn man ihm keine Geschichte vorliest. Du kannst lesen, Trotro? Natürlich kann ich das. Hä? Stimmt's, Teddy, ich kann gut lesen. Zum Vorlesen, da muss man eine ganz tiefe Stimme machen. In der Steppe, ganz tief, im fernen Afrika. Ich kann die Wörter zwar nicht richtig lesen, aber die Geschichten kann ich schon auswendig. Ich weiß genau, was alles drin vorkommt. In der Steppe, ganz tief im fernen Afrika, traf ein Zebra eine Giraffe. So, bitte. Die Geschichte ist zu Ende. Schläfst du noch nicht, Teddy? Dann hat dir die Geschichte sicher gefallen. Ich hab dir doch gesagt, dass du jetzt schlafen sollst, Trotro. Soll ich dir jetzt eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Aber bitte nicht die da. Die haben wir schon gelesen. Es war einmal vor langer Zeit, als es noch Feen und Zauberer gab. Wenn Teddy eingeschlafen ist, heißt das, ihm gefällt die Geschichte nicht. Du liest sie eben nicht so gut wie ich vor, Mama. Ja, das stimmt. Du kannst sehr gut vorlesen, mein Kleiner. Gute Nacht, Trotro. Gute Nacht, Teddy.
Trotros Spielsachen. Trotro, gibst du mir bitte mal den roten Buntstift, sei so nett. Nein, den brauche ich danach gleich selber. Dann gib mir doch den gelben. Nein, den werde ich danach nämlich auch gleich brauchen. Gut, dann gib mir doch einfach den Stift, den du nicht brauchst. Nein, geht nicht. Das sind nämlich meine Stifte und ich brauche sie alle für mein Bild. Nein, du musst leider mit etwas anderem spielen, Lilly. Nein, Lilly! Mach das Lenkrad nicht an, das wackelt schon. Du machst ihn kaputt. Blöd. Daneben nicht. Nein, das nicht. Das ist mein Lieblingsbuch. Ich will es mir jetzt selbst ansehen. Macht viel mehr Spaß, wenn man sich Sachen borgt. Ja.